Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Heute von dem Spiel Horace, welches es auf Steam zu kaufen gibt für 14,99 €. Und das klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich bedrückend und deprimiert. Toll. Wirklich sehr toll. Okay. Ich habe keinen Controller. Deswegen weiß ich nicht, welche Taste er haben möchte. Okay, aber es ist tatsächlich gewesen. Bro, Alter. Okay, also X ist zurück. A ist... Ah, nee, X ist nicht zurück. Escape ist zurück, oder? Tastatureingaben umstellen. Links, hoch, rechts. Okay. Schulterstoß, Fernglas, laufen. Huch! Was? Abbruch. Linker Pfeil links. Rechts. Willst du von mir? Okay, ach egal, wir ignorieren das. Nein, jetzt habe ich es zugemacht! Okay, next try. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Wir ignorieren alles andere. Ich habe das scheinbar schon mal gespielt. Hä? Ich kenne das gar nicht. Ich habe das nicht gespielt, oder? Egal, wir gehen zu Spielstand B. Hast du das schon mal angespielt? What? Race. Initialisieren. Frankensteins Monster, da kommen Beinchen. Und da kommt ein Oberkörper. Und da kommt der Kopf. Und da schießen wir in den Kopf, was? Okay, wird zusammengeschweißt. Nummer 1. Sieht noch einen Aluhut auf. Kennt man ja. Dim, 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 dim. Und der hat Leben in den Augen. Guten Tag, Horace. Wie kann ich dir helfen? Ja, verschickt man nicht mal, warum? Horace Man 2.0. Oh nein, du hast es fallen gelassen. Oh, ist egal, wir werden eh unterbezahlt. Ist mir egal. Solomon Automatons. Ah, kommt endlich meine Puppe, die ich bestellt habe. Eine lebensgroße und lebensechte Puppe. Mit denen ich diverse... Was? Gehst du endlich mal die Tür ran, Bro? Ich rauch gerade eine. Bringen Sie das Scheißteil mit hinter hier. Oh, meine Kammer. What the fuck, Alter? Okay, doch, mir kommt's bekannt vor. Mir kommt es sehr bekannt vor. And so, I was born. The first people I remember seeing were the old man, the old lady, and their daughter, Heather. After they'd said hello, the old man powered me down, so he could install some software. Last Ninja 4. They were nice people. The old man didn't give me a silly voice or stupid personality. And the old lady didn't dress me like a clown. Although for some reason, Heather really didn't like me. Once I'd had time to get used to walking, the old man asked me to dash from one end of the room to the other. Sehr gut, ne? Ich kann schon nachvollziehen. Oh, nice. Wenn, ja. Okay, mit A können wir springen, mit X können wir sprinten. Next, the old man spent a couple of hours building some wooden platform. Ja, kennt man sowas? Genauso, das ist der Vater von Lara Croft gewesen. But I must admit, I was scared. It wasn't until I saw Heather and her mother happily climbing up them, that I decided it might be okay. Ah ja.
Ich muss leider hier hoch. Juhu! The old man then rearranged the platforms. He told me to try to reach the other end of the room without touching the floor. Heather said, the floor's made of lava. She just frowned and looked away. The old lady arranged some pillows and blankets. She said it was in case I fell, but I think she just wanted it to look more like lava. Lol. Und tatsächlich Lava, ne? Juhu! Hallöchen! The other side. The old man just smiled and said, that'll do for now. Das reicht für das. Wir schicken dich wieder zurück. Beginn! Be bold and venture to be wise. Kapitel 1. Erste Schritte. Ja, wir haben unsere ersten Schritte tatsächlich schon gemacht und unsere ersten Sprünge tatsächlich auch. Es ist Winter! Oh yeah, es ist Winter, es schneit, juhu! Ich habe nichts gemacht. Das war der Typ, der geraucht hat. Das ist Heather mit Rainbow Dash und das ist was Geiles zu essen. Und der Truthahn auch erst, was? The professor was the old man's brother. He was very quiet and always seemed to just... Alter, ich kann nicht die Pixel nicht erkennen, Mann. He had lived with the old man for 5 years. Das ist einfach zu pixelig. They barely saw each other. He preferred instead to stay in his room, leaving everything up to his butler, Mr. Deck. As he insisted everyone call him... Anton Deck. Although the professor always called him Anton. For a while, he called me the yellow bastard. But the old man made him stop, as he thought it sounded racist. Mr. Silton was the old man's driver. Before he worked here, he'd gotten in with some bad people and was the driver in a post office robbery. Although it all went wrong for some reason. Mr. Silton showed me a video of his band. I'm sure some people must like it, but I just found it terrifying. Then there was Alice. She was the cook. She was a nice old lady. When she was younger, she had been a TV chef. Then, years later, she had a small part in Coronation Street. Corona! Mr. Silton said, before she worked for the old man, Alice was quite a hoarder. Aber so wie skippen oder so? Ich finde das langweilig. She kept old newspapers. Oh, echt nicht skippen, ne? Oh. And something about a poo in a shoebox. Weißt du, dass mich das einfach überhaupt nicht interessiert? The next morning, the old man gathered everyone together to show them what I was capable of. What else does he do? Asked Mr. Silton. The old man smiled. He can help around the house. Could he help me with my paper collecting? Asked Alice. I'm not sure that's a good idea. Boah, ich hasse Spiele mit so viel Gequatsche, Alter. Lass mich endlich spielen. Dann kann ich mir auch irgendwo eine Serie angucken, wenn ich mich nur bequatschen lassen möchte. Now, now, said the old man. We have company, pointing to some important looking people. Two large men, both called Gary, set up what the old man referred to as lasers. He said again, I should try to get from one end of the room to the other, but I shouldn't be worried, as I had a special chip which meant no matter how damaged I was, Lazarus, Mortality Infinite. He said it was like infinite lies in a video game. Ja, unbesiegbar, ne? Oder erwacht halt immer wieder. I didn't understand. He said he would explain another time. Oh, danke, Alter. Endlich kann ich was machen. So. Das war super close gewesen. Nobody clapped, except the important looking men. Not exactly a cold calculated killer, is it? Said the man in black. The man in grey laughed. What kind of artificial intelligence was that? He asked. Move right, unless there's something in the way.
Okay, okay, said the old man. He turned to me and whispered, they're going to make it quite a bit tougher. But I'm sure you'll be fine. Fang echt von unten wieder an. Ist das ein Müll? Jetzt, ich muss da immer wieder rüber jumpen. Er dürfte mich hier nicht treffen, ne? Ah, man weiß es nie, wa? The Garys then rearranged the room one last time. The old man smiled. Now, there's no need to look so happy. I'm still happy with everything you've done today. So this time, I was determined to do him proud. Tja, werden wir einen Shot machen können, Freunde? Oder werden wir zu einer... Oh, wo ist mein A? Da ist mein A. Oder werden wir ihn nicht stolz machen können? Einen ganz kleinen Hüpfer machen. Jetzt ist ein größeren Hüpfer wieder. Dim, dim, dim. The old man's friends. Klassenbester. Ja, war ja für mich kein Problem. Kennt man doch. A couple of days later, kennt man. Said she had a surprise for me, my own room. She also wanted to play me some music. I wasn't sure after what Mr. Silton had shown me. Yeah, dancing. As if music wasn't amazing enough, the old lady then bought me a television set. I couldn't believe what I saw. I watched everything I could. Comedy, drama, horror, sci-fi. Anything anyone wanted to watch, I would happily watch with them. Then one day, the old man set up a small box, put some cables into the television, and said, this is what I meant when I said video games. I took on everyone. I was unstoppable. I had enjoyed music, film and television. Richtiger Junkie, Alter. Video games really were the highest art form. Richtiger Sucht. Ist das eine PS4? Oh, wo man Pong drauf spielt, auch geil. Aber das ist gut für eine PS4. Table Tennis for Two. Tischtennis, ich liebe Tischtennis. Tischtennis ist beste. Dum 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 dum. Also im Prinzip Pong. Und das wird natürlich immer schneller. Ha, du Noob. Schwinde zur Seite mit dir. Du hast nix drauf, du Lutscher. Ich bin so ein guter Gewinner. Dim, 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 dim. Jetzt macht das mir aber nicht. Das war schwieriger. Oh, ich habe nichts gesagt. Heather's birthday was a couple of months later. Her mom and dad had bought her a camera and arranged a day out by the sea so that Heather could take some photos, although I really don't think she wanted any pictures of me. When the old man asked the professor if he wanted to go, he frowned and said, I can't believe you want to spend time with that thing. It could destroy the world.
I wasn't sure what he meant, but the old man just smiled and said, "That's what you said about the Game Boy. Anton, how about you?" "I don't think so," said Mr. Deck. "The last time I got in that car, Barry crashed us into a branch of Woolworths. I never would have gone into Woolworths of my own accord." The old man explained that the car was old and the brakes had failed, but Mr. Deck was having none of it. So Mr. Silton drove, and Alice came along for the fresh air. I enjoyed being outside. Although, the old lady kept telling me to be careful of the rickety old walkways. It felt like she was telling me off, but I think she was just concerned. As the old man and I stood on the clifftops, I could see something in the distance. I wasn't sure what it was, so I asked the old man. He said it was a battleship that had sunk in the 1940s. But he looked so sad when he spoke about war. I didn't see what happened, but the metal platform Heather was climbing on had collapsed. She was safe, even if the rocks she was on looked very dangerous. The tide was rising, and we didn't know how long the Coast Guard was going to be, so I offered to climb down and get her. The old man agreed, but said I should be careful, as Heather doesn't have infinite lives, like I do. Okay. Nein! Ach, guck mal, das ist... Ah, okay. Auf Zeit hier, auf Druck. Soll ich da oben hin? Ne, ne? Verdammter... What? Das ist ja absoluter Beschiss! Ich muss immer wieder von vorne anfangen. Das ist so krass. Immer wieder, das ist so heftig. Dass du immer wieder komplett von vorne anfangen musst. Das ist ja heftig, Alter. No Mistake Run. Ja, und diese hässliche Elektro-Ding gewesen. Heather was unconscious and her leg was broken. So I picked her up as gently as I could. I decided it would be best if I didn't run the rest of the way. Schmeiß sie einfach hoch. Okay. Also nicht rennen, sondern nur laufen. Sprinten kann ich auch gar nicht mehr. Sprinten ist deaktiviert. Alter, wo ist sie eigentlich hingeflogen? Ich denke, die war direkt unter uns gewesen. Warum ist sie einfach nach Timbuktu geflogen? Das hat sich nicht gut angehört. Das hat schon angehört, dass sie gestorben ist. Als sie von geschrien hatte. Ja, seid ihr Freunde? Oh... Okay, also Horace ist ein Jump-and-Run-Game. Roboter rettet lokales Mädchen. Hero Robot. Ja, im Pixel-Style. Oh, da wird sie hin und her gerollt im Rollstuhl. Tja, meine lieben Freunde. Ich würde sagen. Ich glaube, wir kommen noch viele Gerede, also ja, hört man sich auf jeden Fall ziemlich viel an und hat jetzt nicht so viel Spielanteil, muss man sagen. Dieses Spiel Horace gibt es, wie gesagt, auf Steam für 14,99 € zu kaufen. Wenn ihr Interesse daran habt, gerne mal die Entwickler unterstützen und das Spiel kaufen. Ansonsten war es das gewesen mit angespielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotzdem, trotz dass wir nicht allzu viel Skill beweisen konnten. Aber hey, immerhin ein bisschen was.
Und die Geschichte gehört leider dazu. Leider kann man sie nicht skippen, das ist ein großer Nachteil, finde ich. Also, ich finde es ganz schön, wenn man die Geschichte skippen könnte. Aber ja, gut. War halt so gewesen. Wir haben es geschafft, wir haben es ja einfach gerettet. Und wahrscheinlich geht es jetzt um die ganze Familie, dass man sie irgendwie rettet und keine Ahnung, halt verschiedene Aufgaben, wo wir einfach irgendwo hinlaufen müssen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Eingespielt. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.